A2.2. Der Punkt M ist der Mittelpunkt der Strecke AC. Auf dem Kreisbogen CA mit dem Mittelpunkt M liegt der Punkt D mit AD gleich 6 cm. Zeichnen Sie den Kreisbogen CA, das Dreieck ACD und die Strecke DM in die Zeichnung zu A2.0 ein. Also geht es nur ums Zeichnen. Wir haben einen Punkt M, der ist Mittelpunkt der Strecke AC. Den können wir schon mal eintragen. Nehmen wir das Geodreieck. Machen wir ein paar Größen daraus. Geodreieck nehmen, abmessen. Wie lang, ja, die Strecke AC kennen wir mit 12 cm. Und dann ja, einfach den Mittelpunkt abtragen. So, hier ist unser Punkt M zu finden. So, was wissen wir noch? Auf dem Kreisbogen CA mit dem Mittelpunkt M liegt der Punkt D mit AD gleich 6 cm. Also wir müssen einen Kreis bezeichnen, Mittelpunkt M, Radius ist AM bzw. MC mit 6 cm. Ich muss jetzt hier ein bisschen schummeln, weil ich kann keinen Zirkel auf dem Tablet ansetzen. Deswegen mache ich mir jetzt hier ein paar kleine Hilfspunkte rein, um dann den Kreis zeichnen zu können. Und dann sieht der Kreis ungefähr so aus. So, und dann gilt noch, hier unten haben wir eine Angabe, es gibt noch einen Punkt, für den gilt, AD sind 6 cm, also Punkt D liegt auf diesem Kreisbogen und der Abstand von A nach D sind 6 cm. Also eine von A aus 6 cm abmessen, auch nur im Geodreieck, dann sieht das Ganze ungefähr so aus. Hier ist mein Punkt D und dann noch DM verbinden. Und am Schluss hieß es, glaube ich, noch das Dreieck einzeichnen. Wir haben Kreisbogen CA, Dreieck ACD und Strecke DM. DM haben wir schon. Jetzt müssen wir noch D und C verbinden, damit wir das Dreieck drin haben. Jawohl, überprüfen wir noch. Zeichnung ein. Also haben wir alles gemacht. Sind wir fertig. So sieht's aus.